Ich bin hier als totaler Politneuling in diesen Ring gestiegen und habe mich gegenüber gesehen, Personen, Damen und Herren, die seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, dieses Geschäft schon betreiben. Und da finde ich, kann man auch recht zufrieden sein, wenn man dann ein Plus noch dazu vor dem Ergebnis. Sie haben 10% verloren, Sie haben ein Mandat verspielt. Der Herr Eugen Freund ist auf einem historischen Kellerniveau seitens seiner Partei und beide sollten Sie eigentlich da selbst therapieren und jetzt aber nicht den Kopf darüber zerbrechen, dass Sie ist dann uns 20. Die wahrscheinlich an der sensationellsten Wahlerfolge heute auf diesem Kontinent, einer dieser sensationellsten Wahlerfolge heute feiern haben können. Und es ist auch ein völliger Unfug zu vergleichen, dass die Stimmen des Hans-Peter Martin ja jetzt für irgendjemand nutzbar gewesen wären. Wir sind ja auch nicht anti-österreichisch, wenn wir in Österreich die Bundesregierung kritisieren. Ja? Mhm. Bei der Nationalratswahl waren wir noch gleich auf. Jetzt haben wir hier, tatsächlich sind wir Erste geworden. Das ist etwas, was mich sehr freut. Das ist zukunftsweisend. Wir sind zufrieden, aber wir sind nicht glücklich, weil wir natürlich ein sehr ambitioniertes Wahlziel uns selbst gegeben haben mit 10%. Das bedeutet eine Verdoppelung der Prozente von der Nationalratswahl und das ist uns nicht ganz gelungen. Und was mich besonders freut ist, dass die beiden Kandidaten, Lunacek und ich, die schon im Europaparlament waren. Kein Land war von der Eurokrise aber stärker betroffen als Griechenland mit einer Arbeitslosigkeit von etwa 25% und mehreren Euro-Hilfspaketen von über 200 Milliarden Euro. Und auch in Griechenland wurde der Wahlsieg einer europakritischen oder einer brüsselkritischen Partei vorhergesagt. Allerdings keiner Rechten, sondern einer Linken, der Syriza. Professor Filzmaier, 13% Wahlbeteiligung, 20% in Ländern, die vor kurzem gerade noch einen EU-Beitritt gefeiert haben, europaweit 43%. Also deutlich weniger als die Hälfte. Woran liegt das?